Knog ist ein Pokémon mit dem Typ Boden, existiert seit der ersten Spielgeneration, bildet die letzte Entwicklungsstufe von Dragosso und seit der siebten Spielgeneration Pokémon Sonne, Pokémon Mond, Ultrasonne und Ultramond, besitzt die Regionalform Alola, Knoggendaes, die Typen Feuer und Geist annimmt. Es ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, dessen Aussehen am ehesten an einem zweibeinigen Saurier erinnert. Seine auffälligsten Körpermerkmale sind der große Knochen in seiner rechten Hand und sein Kopf, der sich in einem großen länglichen Schädel mit zwei hornartigen Ausbuchtungen befindet. Es besitzt einen kurzen Schweif mit einem kleinen Zacken darauf und an seinen Händen besitzt es zum besseren Greifen seines Knochens einen Daumen, an dem sich eine große Kralle befindet. Sein Schuppenkleid ist in einem helleren Braunton gehalten, der rund um seinen Bauch mit helleren Schuppenplatten durchgezogen ist. Seine Alola-Form ähnelt der Körperbau im Großen und Ganzen dem seiner normalen Form. Allerdings ist das Alola-Knogger etwas zierlicher gebaut und seine Arme sind etwas dünner und länger. Hierzu kann man dann auch beachten, dass es einen Gewichtsunterschied zwischen beiden Formen von 11 Kilogramm gibt. Und zusätzlich ist das Schuppenkleid der Alola-Form in einem dunklen Lilaton gehalten. Auch auf seinem Schädel befindet sich nun eine gezackte Fläche, also in diesem lilanen Farbton ist. Und der auffälligste Unterschied ist aber immer noch, dass sein Knochen nun etwas länger ist und an beiden Enden zwei grünliche Irrlichter brennen. Auf seinem Rücken hat es dann noch ein helles Muster, welches die Knochen an diesen Stellen seines Körpers darstellt. Und die Shiny-Form, jeweils von der normalen Form, ist der braune Teil von Knoggers Schuppen grün und die helle Unterseite ist nun in einem intensiveren Gelbton gehalten. Ja. In Knoggers offensivem Attackenrepertoire befinden sich mit ein paar wenigen Ausnahmen fast nur physische Attacken. Im Kampf nutzt es bevorzugt seinen Knochen zum Angriff, nutzt ihn entweder als Schlagwaffe in Form von Knochenkeule oder als Boomerang in Form von seiner anderen Spezialattacke Knochenmerang. Nicht zuletzt deshalb besitzt es mit dem Kampfknochen ein Item, das eigens auf es zugeschnitten ist. Dieser verdoppelt beim Tragen seinen Angriff und ist wohl eine verbesserte Form seines regulären Knochens. Ansonsten nutzt es seinen Knochenschädel, mit dem es mit Kopfnuss, Schädelwumme oder Risikotackle seine Gegner rammt. Wohl eine Anspielung darauf scheint dann seine Fähigkeit Steinhopp zu sein und bei der Fähigkeit Blitzfänger scheint es wohl seinen Knochen als eine Art Blitzableiter zu nutzen und ist zusätzlich in seiner normalen Form immun gegen Elektroattacken, was vor allem in den früheren Generationen noch von Bedeutung war. Und mit Hilfe seiner versteckten Fähigkeit Kampfpanzer können seine Gegner gegen die regulären Formen von Knogger keine Volltreffer landen. Dies gilt eben auch für die Attacken Eises, Odem und Bergsturm, die sonst eigentlich immer einen Volltreffer verursachen. Neben Blitzfänger beherrscht seine Alola-Form auch die Fähigkeit Tastfluch, die wohl eine Anspielung auf seinen regionalen Geist-Typ sein könnte. Alola-Knogger nutzt dann seine versteckte Fähigkeit Steinhaupt, um in Kombination mit dem Kampfknochen einen sehr starken Flammenblitz einsetzen zu können, durch den es dadurch keinen Rückstoßschaden erhält. Als Knogger hat es den Verlust der Mutter, den Dragosso mit seinem Heulen betrauert, überwunden. Dadurch ist es stärker geworden und die nun abgehärtete Seele dieses Pokémon ist nur schwer zu brechen. Von Natur aus ist es relativ klein und physisch recht schwach. Um diese Schwäche zu kompensieren, begannen die Vorfahren der heutigen Knoggerknochen als Waffen einzusetzen. Dadurch gewann es ein evolutionären oder evolutiven Vorteil und durch sein gestärktes Selbstbewusstsein wurden seine Charakterzüge wild, aggressiv und teilweise sogar sehr jähzornig. Es nutzt dann Knochen im Kampf primär als Boomerang, aber auch als Keule. Und außerhalb von Kämpfen dient dieser zur Kommunikation mit Artgenossen, indem es diesen gegen Steine schlägt und so Botschaften übermittelt. Es trägt seinen Knochen von Geburt an meist ein Leben lang und die Knogger sammeln diese Knochen an geheimen Friedhöfen auf, an denen ausschließlich ihre Ähnen bestattet sind, also andere Knogger.
und es wirft seinen Knochenbumerang aus lauter Rachegefühlen nach Gröfeldes, um es vom Himmel zu holen. Bei diesem handelt es sich um den Erz- und Fressfeind seiner Vorstufe Tragosso. In der Alula-Region hat sich durch Anpassungsprozesse an die Tatsache, dass dort eine Vielzahl an Pflanzen-Pokémon leben, die natürlichen Feinde von Tragosso und Knogger darstellen, eine Unterart dieses Pokémon entwickelt. Diese bedrohlichen Lebensbedingungen haben zu engem Zusammenhalt mit Tragosso geführt und durch den ausgeprägten Beschützerinstinkt der Elterntiere haben diese einen sechsten Sinn und die Gabe Feuer zu kontrollieren entwickelt, was wiederum die natürliche Schwäche ihrer Fressfeinde ist. Der Knochen eines jeden Alola-Knogger stammt von seiner verstorbenen Mutter. Nach ihrem Tod wurde ihre Trauer in Flammen umgewandelt, die Knogger nun ein Leben lang schützen. Auch Knoggers Geisttyp ist ein Zeichen der morbiden Grundhaltung und ja, Friedhofsaffinität dieses Pokémon. Zudem hält es Trauerfeiern für verstorbene Artgenossen ab, deren Gräber sich in Form eines Erdhaufens häufig an Straßenrändern Alolas finden lassen. Es entflammt seinen Knochen an beiden Enden, indem es ihn an seiner rauen Stirn reibt und diesen dann im Angriff wild umherzuwirbeln. Ihre Flammen sind zwar nicht so stark und heiß wie die von anderen Feuer-Pokémon, allerdings verfolgen sie ihr Ziel darüber unerbittlich und eine Form davon mündet in einer Art Knochentanz, der von Bewohnern Alolas als unheimlich betrachtet wird und Knogger somit unfreiwillig zum Teil von unzähligen Mythen der Region wurde, wo es eine Art Zauberer darstellt. Die Knogger dieser Region sind Meister des Angriffs, werden allerdings nur selten in freier Wildbahn beobachtet. Als Lebensraum bevorzugen Knogger offenes, felsiges Gelände, wo es gut jagen kann. Und allerdings hat es auch eine Affinität zu Friedhöfen und anderen Orten, wo es Knochen finden kann. Und es gibt noch ganz selten Exemplare, die bevorzugt in dunklen Höhlen leben. Knogger ist wie gesagt die weiterentwickelte Form und Endentwicklung von Tragosso. Es entwickelt sich in den Spielen bei Erreichen von Level 28. Seit der 7. Generation gibt es dann noch die Regionalform Alola, die durch eine in der Nacht oder durch ein Level-Up in der Nacht zu Level 28 durchgeführt werden kann. Allerdings muss er sich dann außerhalb der Alola-Region, heißt in den Ultra-Dimensionen, befinden, nachts und dort dann eben Level 28 erreichen, damit er sich zu Alola-Knogger entwickelt. Bei der Entwicklung zu einem normalen, regulären Knogger nimmt Tragossos Körper lediglich etwas an Volumen zu. Tattoo und Schuppenfarben bleiben größtenteils erhalten, allerdings verschmilzt die getragene Schädelmaske bei der Entwicklung mit dem Kopf seines Trägers. Knogger überwindet bei seiner Entwicklung die Komplexe seiner Vorentwicklung und strahlt erkennbar an seiner Körperhaltung nun deutlich mehr Selbstbewusstsein aus. Bei der Entwicklung zu Alola-Knogger finden ähnliche Veränderungen statt, allerdings wechselt seine Schuppenfarbe zu einem lilanen Farbton und an seinem gesamten Körper sind Muster zu sehen, die reguläre Knogger nicht besitzen. Alola-Knogger ist auch etwas zierlicher als reguläre Exemplare und hat im Gegensatz zu seiner regulären Form und seiner Vorentwicklung eine Möglichkeit gefunden, seinen Knochen zu entflammen. Schließlich können wir noch bei diesen beiden Formen von Knogger die Typschwächen unterscheiden, wobei wir einmal die normale Form haben. Dieses ist immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Gesteinsattacken, doppelten Schaden gegen Pflanze-, Wasser- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden. Bei Alola haben wir die Besonderheit, dass zum einen, wenn das Alola-Knogger die Fähigkeit Blitzfinger hat, dass Elektroattacken keinen Schaden machen. Das heißt, es wäre dann in dem Fall genauso wie seine normale Form von Knogger immun gegen Elektroattacken. Wenn es diese Fähigkeit nicht hat, macht Elektro normalen Schaden. Immun ist es außerdem gegen Normal- und Kampfattacken. Viertelschaden nimmt er gegen Käferattacken. Halben Schaden gegen Pflanze, Feuer, Eis, Gift, Stahl- und Feeattacken. Und doppelten Schaden gegen Wasser, Boden, Gestein, Geist und Unlichtattacken. Der Rest macht normalen Schaden.